Was geht ab, Leute? Und Leute, Games und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Wahrscheinlich der letzte Kampf gegen Buu. Gehen wir es an! Au, oh, das hat gesessen. Laden. Go! So können wir immer in der Form bleiben. Let's go. Hat doch keine Chance, ey. Letzte Leiste. Boah, ich bin sogar ausgewichen. Alter, wow. Wenn das nicht gut war. すげえよ。僕頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して。待ってかんな。俺はもっともっと腕上げて。またな。
Toata. Yare yare, temadori agatte. Es ist geschafft. Du ist vernichtet. ミスター・サタンだ。諸君の協力もあって、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。 怪我を先に直してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。<笑>おい、どこ行くんだ、ワンコ。 まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。 私が責任持って我が家で保護するから。保護だと笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ。でんで、なんだと。貴様正気か。まあいいじゃねえかベジータ。この二人がいなきゃオラたちみんなやられてたぜ。だろ。 Das wäre jetzt genau das Richtige. ついに悟空たちは地球へと帰って。 Ha! Das war Dragon Ball Z Kakarot. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir konnten 1:1 diese ganze Serie nachspielen. Das ist so dermaßen geil. Und wenn euch das Display gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Teilt es mit all euren Freunden. Abonniert, klickt auf die Glocke und seid dabei bei ganz vielen anderen Let's Plays. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Richtig cool. Grafik, gut, ich muss zugeben, die Kämpfe, die waren ein bisschen eintönig. Ich hätte auch noch viel mehr Nebenmissionen machen können, aber Nebenmissionen sind langweilig. Ich wollte nur die Story erleben. Und wirklich von Anfang bis Ende haben wir tatsächlich das Ganze erlebt. Ich muss die Musik leider ein bisschen muten, das tut mir leid. Ich will keine Copyright-Probleme kriegen. Es war wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Tolle Grafik. Welt ist toll gemacht. Kampfsystem hätte ein bisschen komplexer sein können. Aber so 1:1 die ganze Story nachzuspielen, ist toll gewesen. Und auch in der Qualität.
Nie so was Gutes Dragon Ball-mäßiges gespielt, ehrlich. Richtig gut gemacht. Kleiner Überraschungstitel, wobei, ja, Kämpfe halt, ne? Bisschen eintönig. Aber epic. In jedem, soll ich sagen, in jeder Ecke einfach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, Leute, checkt auf jeden Fall die Beschreibung. Dort habt ihr Links, holt euch das Spiel und habt eine Menge Spaß damit. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir noch 1000 wunderbare Credits hier am Start. Und natürlich wird es weitergehen. Wir haben noch Zombie Army 4 am Start. Wir haben die Resident Evil Demo. Wenn ihr das Video aber schon seht, werde ich die schon gespielt haben. Also checkt es aus. Call of Duty Warzone Livestreams werden zurückkommen. Es kommt noch eine Menge. Unbedingt dabei sein, Leute. Es wird toll. Und natürlich werde ich das Final Fantasy 7 Remake spielen. Resident Evil, die Vollversion natürlich. Doom Eternal wird am Freitag erscheinen. Wenn ihr das Ganze hier seht, dann wird das wahrscheinlich schon oben sein. Also checkt auf jeden Fall die Videos. Hier lassen die nochmal die ganze Story-Revue passieren. Es ist aber wirklich toll. Und so viel und so groß war das Spiel. Und so toll animiert und gemacht und Grafik. Boah. Schon sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Hut ab. Die Entwickler haben hier wirklich alles gegeben. Leider muss ich die Musik gemutet lassen, aber die Credits sind bald vorbei. Ich denke, ich werde den Teil gleich überspringen. Und holy shit, wir können die Credits nicht überspringen. Ja. Na gut. Wir sind erstmal bei Freezer. Wir haben natürlich ganz viel Dragon Ball Musik im Hintergrund. Die mir leider ein bisschen Probleme machen könnte. Aber oh mein Gott, war das gut. Ganzen Dragon Ball Saga. Alles dabei. Ich muss sagen, Buu ist wirklich meine absolute Lieblingssaga aus ganz Dragon Ball. Die ist witzig, die ist actionreich, die macht richtig Spaß. Und ich finde am ekligsten und am brutalsten war Cell. Auf jeden Fall. Buu ist so witzig und die sind alle so stark. Das war schon cool. Und dann ist es mal witzig zu sehen, wie die immer stärker und stärker werden bei jedem Gegner. Wenn man so denkt, ey, wieso haben die gegen die Cyborgs so Probleme gehabt, ey, wenn da so ein Typ wie Buu kommt, ey. Wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die weniger mit Buu Probleme hatten, als mit Cell. Aber Fakt ist, es müssen immer alle sterben irgendwie, ne? Also, jeder muss mal irgendwas abbekommen. Da wird man in Keks verwandelt, da wird man einfach von Cell verschlungen. Und so weiter und so fort. Aber wirklich, wirklich tolles Spiel. Ihr habt es selber gesehen. Holt es euch. Ihr werdet begeistert sein.
Oh, da kommen wir auch schon zur Buu-Saga. Boo, 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 boo. Das war's. Mann, da haben wir aber ganze Arbeit geleistet. Es muss lange gedauert haben, das zu entwickeln. Man kann bestimmt immer noch in der Welt rumlaufen, da bin ich mir sicher. Vegeta, Freeza, Cell ni Buu. Das war die Dragon Ball Z-Saga. Oh, da wartet eine Menge noch, wenn er wüsste, was in GT abgeht. Trainingsgelände hat man zur Verfügung. Noch irgendwas? Ja, dem wird schon gut gehen. Die ist verrückt. Nice, das war's. Abschließende Hauptstory. Nachdem Majin Buu besiegt wurde, kehrte Frieden endlich ins Universum zurück. Doch das ist noch nicht das Ende von Son Gokus Geschichte. Welche neuen mächtigen Freunde und Feinde waren dort draußen? Es gibt nur eine Möglichkeit zu rausfinden. Erkunde die Welt und sieh, was du entdecken kannst, wenn du Son Goku hilfst, noch stärker zu werden. Das war's. Bis dann, Buu. Also wie gesagt, es ist ein tolles Spiel. Wenn ihr es selber spielen wollt, checkt mal die Beschreibung. Ich habe da Links für euch. Durch den Kauf unterstütze mich natürlich, wofür ich euch sehr dankbar bin. Und ich würde sagen, das war's mit Dragon Ball. Wir haben das Resident Evil 3 Remake, FF7 Remake, Doom Eternal am Start. Es ist eine Menge da, also abonniert, klickt auf die Glocke und haut auf den Like-Button. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich fand's mega. Ich werde noch einmal mit Son Gohan hier reden. Und dann war's das. Ah, du hast auch keine Chance. Und Son Gohan auch nicht. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei den nächsten Let's Plays. Bye, bye.